Na, schon wieder im Cyberspace unterwegs? Feine Sache. Filme gucken, Fotos teilen, E-Mails schreiben, Musik hören, Schuhe kaufen, Reise buchen, Online-Spiele, Miete zahlen, Gassi gehen. Nein, da müssen Sie wohl nochmal raus und brauchen einen Hund. Für alles andere brauchen Sie vor allem sichere Passwörter und ein aktuelles Virenschutzprogramm auf allen Geräten, auf denen Sie Passwörter verwenden. Es gibt Leute im virtuellen Raum, die versuchen, an Ihre persönlichen Informationen zu kommen. Diese Hacker schleichen um Ihre Accounts und wollen Sie beklauen. Ihr Geld, Ihre Fotos, Ihre digitale Identität. Datensicherheit beginnt bei Ihnen. Raten Sie mal, was ist seit Jahren das beliebteste Passwort bei deutschen Internet-Usern? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen Sie es den Kriminellen doch nicht so einfach. Simple Zahlenreihen, auch in Kombination mit Ihrem Namen oder den Namen von Familienmitgliedern und Haustieren, Geburtstage, schlicht alles, worauf Sie ohne weiter nachzudenken kommen. Nein. Nope. Keine gute Idee. Besser, der Name des Hundes, den Sie ja nicht haben. Groß- und Kleinschreibung in Kombination mit Zahlen und Sonderzeichen. Mindestens 8 Zeichen. Da muss man erstmal drauf kommen. Sie brauchen noch mehr davon? Seien Sie kreativ, denn Hacker sind es auch. Wie Sie sich die Passwörter alle merken können, ich habe hier was für Sie. Einen Passwortmanager. Diese Apps oder Softwareprogramme bündeln alle Ihre Passwörter. Sie müssen sich nur noch das Masterpasswort merken. Sehr sensible Zugangsdaten, wie die für Ihr Online-Banking, sollten Sie aber trotzdem ganz klassisch speichern und mindestens einmal im Jahr ändern. Voreingestellte Passwörter beim Einrichten neuer Accounts ändern Sie am besten sofort. Einen Passwortcheck und mehr Informationen finden Sie unter www.stmd.bayern.de. Generell ist aber Vorsicht geboten bei der Eingabe von Zugangsdaten. Bei sogenannten Phishing versuchen Hacker an ihre persönlichen Informationen zu kommen. Meistens verbunden mit Mails, in denen sie ihre Daten noch einmal eingeben sollen. Seriöse Webseiten werden hierbei täuschend echt nachgemacht. Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrem Dienstleister nach. Noch mehr Tipps für einen besseren Schutz im Internet? www.polizei.bayern.de/lka. Online, aber sicher.